Und jetzt geht's los mit Dora Held, Tante Inge haut ab und ich glaube, der Titel sagt erstens alles über dieses Buch aus. Es wurde mehrfach besprochen, wurde es nicht sogar auch verfilmt? Ich glaube. Müssen wir dazu noch was sagen? Ich glaube, wer... Außer ich habe eine Tante Inge und das war schon ein Grund dazu zu greifen. Und was mich besonders gefreut hat, spielt Bad Oeynhausen, diese Weltstadt, spielt eine Rolle. Und ich kannte sogar diesen kleinen Modistenladen, der da beschrieben wird. Und ja, und es geht um Sylt und wer Sylt mal wirklich von einer richtig lustigen Seite kennenlernen möchte, der ist hier bei dem Buch genau richtig. Ich glaube, das hat dir auch noch am besten aus dem Genre gefallen mit, ne? Ja. Ja, ich glaube es. So, also dann hat Mar gelesen, Vampire und andere Kleinigkeiten. Es geht noch Bonton, Suzuki, Steakhouse. Dazu, das sind die Kurzgeschichten. Danach gleich, guck mal, der andere Band. Das sind Vampire mit Vergangenheit. Das ist Band, ach, wer weiß nicht, wie viel. Ich glaube 10 oder ja, meine 10 wert. Ja, Mar hat gerade den neuesten Band gelesen. Sie wird der Serie weiter treu bleiben. Aber dazu gibt es alle schon Vorstellungen. Und wer kennt nicht True Blood? Und ja, wir wollen doch eure Zeit auch nicht überbeanspruchen. Genau. Also wir haben dazu ein Special. Schaut euch das an. Ich liebe diese Vampire. Für mich sind es die einzig wahren. Eric Norseman vorweg. Ja. Hey, nichts gegen meinen Edward Cullen. Edward Cullen. So, jetzt ist gut Knut von Bettina Haskamp. Konnte mich jetzt nicht so unbedingt wirklich begeistern. Aber dazu muss man auch sagen, dass es nicht dein Genre ist. Nein, aber vorne die Zeichnung hat, naja, es hat schon was. Also, du hast auf den Moment gehofft, wo das dann auch wirklich vorkommt, ne? Du stellst mich ja wieder gut hin. So, dann haben wir hier Rumblewicks Tagebuch, Hilfe, meine Hexe sucht Freundin. Und ja, Rumblewick ist ein kleiner Hexenkater, er muss auf deine kleine Hexe aufpassen und die kleine Hexe, die macht immer nur Blödsinn, sie fällt also auch bei den anderen Hexen immer auf und Rumblewick muss immer das Schlimmste irgendwie vermeiden und das Buch fällt halt, oder es macht eben besonders viel Spaß, weil da unheimlich viele schöne Illustrationen, schön ist ja immer relativ. Aber es gibt halt immer richtig tolle Illustrationen dazu. So, und daneben steht dann, hier sucht sie Freundinnen und hier kocht sie im Fernsehen ein Hoch auf die ganzen Kochshows. Ist wirklich total süß. Wenn Mar dann mal irgendwann alle gelesen hat, gibt es dazu sicherlich auch noch ein Special. Aber der Weg ist noch etwas weit. Ich glaube, zwei fehlen dir noch. Ja, zwei Bücher irgendwie fehlen irgendwie Ballett noch. Und ich weiß gar nicht, was das andere ist, was dir noch fehlt. Naja, Ballett ist ja so eh nicht mein Ding. Gut, dann haben wir hier Georgette Heyer, der Page und die Herzogin. Und Georgette Heyer ist bei uns ja reichlich vertreten im Bücherregal. Ich liebe diese Bücher, die gibt es leider nicht mehr. Ich bekomme sie auch nicht immer im besten Zustand. Aber dieses Buch, wenn ihr mit Georgette Heyer mal anfangen wollt, es geht immer um die Regency-Zeit, dann packt euch dieses Buch. Es ist ein geheimnisvoller Gentleman, Satanas Alastair genannt. Und er weiß alles und er kauft eine junge Seele. Und diese junge Seele steckt er in Pagensachen. Aber es stellt sich dann heraus, dass das ein Mädchen ist. Er bekommt die Sachen jedenfalls im Moment nur gebraucht. Und ich glaube, die sind auch sehr vom Preis gestiegen. Dann gibt es noch die drei Ehen der Grand Sophie. Und ja, Sophie wird da irgendwo hingeschickt zu ihrer Familie irgendwo. Ja, zu Tante und Onkel und zu ihren Cousins und Cousinen und sie erwarten eigentlich ein liebes, nettes Mädchen, aber die Grand Sophie ist wirklich eine Powerfrau und die wirft den ganzen Haushalt um und sorgt für Rabatz und räumt richtig auf und ganz nebenbei stiftet sie dann halt auch noch ein paar Ehen. Für Fans von Jane Austen, weil hier, das sind wirklich gut recherchierte Regency-Romane, wo die Frauen dann auch nicht sofort schwach werden und sich damit eigentlich selbst nur ein Bein gestellt hätten in der Zeit. Ja, dann Joanne Harris, Schokolade, eine himmlische Verführung. Ja, Schokolade, das geht schon gut runter, das Wort. Und ihr kennt sicherlich fast alle den Film Schokolade mit Johnny Depp und... ja, ich bitte dich. Wie heißt Johnny sie noch Depp mal? In der Rolle. Wie heißt sie nochmal? Juliette Binoche. Alfred Molina, Judi Dench, also ganz große Namen und ein wunderschöner Film. Aber das Buch ist etwas anders, ist auch sehr, sehr schön geschrieben. Ich habe jetzt auch schon Teil 2 auf dem Sub stehen. Genau. So, dann sind wir bei In Liebe, Rachel und dazu findet ihr unten schon eine Besprechung. Es geht nach Indien, ich glaube, es geht auch nach Afrika, ne? Ja, es geht überall eigentlich hin, denn Rachel hat Freundin und Rachel ist tot.
Und sie hat für jede Freundin noch eine kleine Aufgabe in einem Brief festgelegt, die sie diese dann zu erledigen hat. So, dann kommen wir zu von Birgit Hasselbusch, Tod d'Azur. Und das geht an die Côte d'Azur. Es ist ein Jugendthriller, Krimi, irgendwie sowas in der Richtung. Ganz viel Au-pair-Mädchen. Es ist gefährlich und ist wirklich nett gemacht. Ihr findet, aber auch schon eine Rezi dazu. Genau. So. Dann ein Buch, was uns nicht so toll gefallen hat, wird von Tony Hawks, Lieben wir mit dem Kühlschrank durch Irland. In dem Buch mit dem mit dem Piano in die Pyrenäen, wie ich lernte, unter lauter Franzosen zu leben, hatte er meiner Meinung nach leider nichts zu erzählen, hat trotzdem ein Buch draus gemacht. Das hat die Freude dann irgendwo so ein bisschen geschmälert. Sein Wortwitz allemal noch da, aber leider waren die Situationen nicht sonderlich Das ist hier also auch kein UFO, das ist sein französisches Hütchen. Mich hat es also auch wirklich enttäuscht. Wären Aliens gelandet, wäre das sehr spannend geworden. so war es ein bisschen Gen-Alarm. So, hier haben wir sogar einen Brief von einem empörten Mädchen bekommen, weil wir das Buch nicht mögen. Ich bleibe aber weiterhin dabei, ich mag das Buch nicht. Ich finde die Protagonistin unmöglich, weil sie immer dieses Mädchen korrigiert, die eh schon sehr schüchtern ist. Es wird sich nicht an die Erwachsenen gewandt. Die Erwachsenen reagieren meiner Meinung nach auch noch völlig dämlich. Die Mutter benutzt sie als Babysitter und ich glaube, ich würde ein Mädchen in ihrem Alter nicht mit einem Kleinkind oder sogar Baby oder es sind sogar Zwillinge alleine lassen. Also irgendwie bis 12 Uhr. Ja, also irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Also uns konnte Carlotta nicht begeistern, das war es jetzt aber auch. Aber wir verstehen natürlich, dass es gerade Kinder oder Jugendliche gibt, die dieses Buch lieben. Das ist genauso wie die Vampirschwestern oder so. Da sind wir einfach aus dem Alter raus. Wir sehen es aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und ja, würde ich es meiner Tochter kaufen? Ich glaube nicht. Es sei denn, sie will es unbedingt. Und wahrscheinlich will sie es, weil Carlotta einfach geliebt wird. Also daher, es ist wirklich Geschmackssache und ja. So, dann sind wir bei Christoph Hardebusch, Smart Magic. Und bis jetzt hatte er, glaube ich, immer nur die großen Fantasy-Romane geschrieben. Ich glaube, es ist sein erstes Jugendbuch gewesen. Das kann ich jetzt nicht sagen. Er hat ja auch schon einen Fantastikpreis bekommen. Also Christoph Hardebusch, wer sich mit Fantasy auskennt, der kommt an ihm auch nicht unbedingt vorbei. Smart Magic entführt erst nach Berlin in eine Pflegefamilie, wo der Protagonist halt aufwächst, aber der Pflegevater sammelt also diese Kinder und zwingt sie dazu, für ihn Diebstahl zu begehen und er ist ganz scheußlich zu den Kindern. Für den Jungen ändert sich dann alles, wo er einen sprechenden Raben trifft, der ihm eine ganz andere Welt eröffnet. Ja, dazu haben wir aber auch, glaube ich, schon die Rezi fertig. Genau, das haben wir. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gibt ein Video. So, dann gibt es die Glamour-Clique von Lissy Harrison. Schaut mal, Glitzer, Glitzer, Funke, Funke. Cinderellas Rache, das hört sich ja schon mal genial an. Ich liebe es. Und ich liebe auch diese Serie oder diese Buchreihe. Es handelt von 12-jährigen Mädchen. Sie sind allesamt bitterböse, bis auf eine. Und diese arme Claire wird jetzt da in dieses Haifischbecken reingeworfen. Und es ist einfach, ja, wie Gossip Girl, nur richtig schön böse und ja, okay, und eine Altersstufe darunter, sie sind beide böse, aber ja, es ist für etwas jüngere Gossip Girler. Dann haben wir von Elke Heidenreich Erika, der verborgene Sinn des Lebens mit den Illustrationen von Michael Sova. Das Buch ist ein richtig, richtig tolles Weihnachtsbuch. Es geht um Erika und Erika ist ein großes, dickes Plüschwein. Wer es nicht kennt, gleich für Weihnachten vormerken. Ja. Also es gibt immer diese wunderschönen Illustrationen und es ist wirklich ein ganz, ganz zauberhaftes Weihnachtsbuch. Und jeder sollte zu Weihnachten eine Erika haben. Dann haben wir hier Tessa Henning, Emma verduftet. Und hier muss ich ganz klar sagen, das Cover passt überhaupt nicht, aber so gar nicht zu dem Inhalt. Also da haut weder Emma mit dem Schlauchboot ab, noch geht zum Camping. Es geht in die Provence. Und es geht in die Lavendelfelder. Es geht nach Monaco in die Welt der Schönen und Reichen. Und es hat ganz viel mit Parfum und mit Kunst zu tun. Also was. Und Ma hat bei diesem Buch begriffen, dass das nicht ganz ihr Genre ist. So. Und dass ich wahrscheinlich im Leben irgendwas falsch gemacht habe. So, und daher, aber es gibt eine Buchvorstellung. Wie gesagt, wenn man dann herausfindet, dass es nicht das Genre ist, ja, gut.
Dann haben wir hier Katrin Jäger, Inselmelodie. Und Katrin Jäger war ja schon mal bei uns zu Gast. Ihr findet das Interview unten in der Infobox verlinkt. Sie hat auch ein paar Seiten für uns eingelesen. Ja, ihr habt also noch das Vergnügen, eine exklusive Leseprobe leider zu bekommen. Leider hat mir das Buch nicht gefallen. Ich fand die Protagonistin nicht sympathisch. Ich fand, da war viel zu viele Storylines. Also da war eine Storyline drin, die fand ich wunderschön. Ich glaube, das Buch hätte einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Ja, ne? Wesentlich mehr Zeit, wesentlich intensivere Beschreibungen auch, weil man kommt da nicht wirklich in dieser Insel an. Aber es ist eine wunderschöne Idee dahinter. Einen Handlungsstrang liebe ich da drin. Aber leider kommt der zu kurz. Es ist ja auch nur so dünn, das Buch. Ja. So 200 Seiten mehr und es wäre echt super gewesen. Und vor allen Dingen ein paar Handlungsstränge vielleicht raus, obwohl bei 200 Seiten hätten die auch drin bleiben können. Ja, und jetzt kommt ein Buch, da kam man letztes Jahr nicht drum herum und es wird sich jetzt in den Vordergrund drängeln. Es ist Shades of Grey von E.L. James, Geheimes Verlangen, und es ist auch ganz samtig, also was ganz Besonderes. Und ihr glaubt es. Ja, ihr werdet wahrscheinlich denken, sie mochte es nicht. Also wer den Kanal jetzt neu dazu gestoßen ist, wird vielleicht denken, dass ich es nicht mochte, weil da nur eins steht. Das ist aber nicht wahr, denn ich mag es. Ich habe mich dabei bestens amüsiert. Ich fühlte mich gut unterhalten. Ich hatte meinen Spaß daran. Aber mit einem Buch ist jetzt gut für mich. Also ich mag Christian Grey. Ich finde Anastasia ein bisschen hohl. Sie hat irgendwie nichts anderes verdient. Und ich werde auch den Film gucken wir uns an. Ne? Wenn der rauskommt, den gucken wir uns an. Ja klar, gucken wir uns den an. Wer sollte die Hauptrolle? Ich glaube, Emma Watson sollte die bekommen. Ne? Ja, ich glaube, das war jetzt das Letzte. Hermine. Und Mr. Grey. Ja, Mr. Grey soll ja immer noch von Skarsgård gespielt werden. Ja, irgendwie sowas. Oder von Ian Somerhalder. Ja, es ist jedenfalls ein Buch, was ich die Verfilmung... Also einer der Vampire wird es richten. Ja, genau. Ich denke doch mal. Jedenfalls Shades of Grey. Ich mochte es abschließend. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt die nächsten Bände lesen. Und ich muss auch nichts mehr in dem Genre lesen. Dann, ich bin hier bloß die Katze von Jana Johansson hat mal abgebrochen. Ich habe es noch zu Ende gelesen. Ich war nicht begeistert. Das ist einfach nicht mein Humor. Ja. Und Humor ist ja immer so eine Sache. So, dann Katsu Ishiguro, was vom Tage übrig blieb. Das wurde verfilmt. Es ist... für mich zumindest ein echt hässliches Cover. Nein. Ich wollte gerade sagen, so ansprechend vom Äußeren ist es ja nicht. Aber dafür ist der Inhalt wunderschön. Der Autor ist echt eine Sensation, denn er kann sich super gut in andere hineinversetzen. Man denkt wirklich, dass dieser Butler das geschrieben hat. Dieser total zurückhaltende Charakter, der nur an die anderen denkt, nur an das Haus, dem er dient, nur an seinen Herrn, und der sich selbst auch gar keine Gefühle groß eingesteht und dann doch herausfindet, dass er lieben kann. Das Ganze ist ja auch verfilmt worden. Heraus, ich weiß es nicht. Es ist jedenfalls ein leiser Roman, aber nichtsdestotrotz wunderschön. Ich werde dazu keine Rezension abbringen. Mit wem wurde es verfilmt? Mit Emma Thompson, Hugh Grant hat eine kleine Rolle, und mit in der Hauptrolle Anthony Hopkins. Den Film fand ich aber nicht mehr so toll nach dem Buch. Ich habe es aber auch böse eine Woche danach gesehen. So, dann kommen wir jetzt zur Friedhofstraße 43 von Kate und M. Sarah Klein, Nur über meine Leiche. Das sind zwei Schwestern, die zusammen schreiben, die eine illustriert, die andere schreibt, und die sind einfach nur super, super entzückend, diese Bücher. Es sind auch immer ganz tolle Illustrationen darin. Das ganze Buch oder die ganzen Bücher, es ist ja eine Reihe, sind in Form von Briefen, Notizen, kleinen Nachrichten geschrieben. Und ihr findet aber auch unten schon eine Vorstellung der Reihe. Also schaut euch das mal an, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Reihe. Gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. Ja, und jetzt kommen wir zu dem... Oh, lass es bloß nicht fallen. Das ist das absolute Kinderbuch-Highlight oder eins der Kinderbuch-Highlights letztes Jahr für mich gewesen. Lilia und die Räuber ist für mich eins der schönsten Kinderbücher, gerade für die Sommerferien. Es geht um Süßigkeit stehlende Räuber, es geht um eine Entführung, es geht um Sommerferien, Spaß haben, es ist die Gemeinschaft, die zählt. Es ist eine Kindheit fernab noch von Smartphone und PlayStation. Die haben, glaube ich, sogar noch Videokassetten. Sie haben noch einen Videorekorder.
Ja, es hieß Videorekorder. Ja, sie konnten ja beides. Player und Record. Genau, die konnten noch beides. Ja, es ist super, super, super schön. Und es gibt jetzt auch Band 2. Ich weiß nicht, ob ich den lesen will. Video und das Räuberfest, glaube ich. Ja, ich weiß es nicht. Die Geschichte ist jedenfalls für mich in sich abgeschlossen. Ich muss jetzt nicht unbedingt den zweiten Band lesen. Aber wenn er mir mal über den Weg läuft, vielleicht greife ich das. Ja, dann weiß ich, dass du eh schwach wirst. Ja. So, dann haben wir hier Katharina Kühl, der Prinz von Pompelonien. Und das ist das absolute Lieblingskinderbuch von Sina. Sie hat es von mir dann zu ihrem 14. oder 16. Geburtstag noch geschenkt bekommen. Eigentlich wäre sie ja schon lange raus gewesen aus dem. Ich hatte damals noch nicht die DVDs und ich habe es immer auf Video wieder gesehen. So, und ich sage euch, ihr habt ein kleines Mädchen zu Hause. Ich glaube, es könnte auch sogar Jungen mit ansprechen. Naja, egal. Habt ihr jedenfalls ein Kind, dann guckt es euch an. Ihr kriegt es zwar nur noch gebraucht, aber wenn ihr es mal günstig irgendwo findet, dann nehmt es mit. Der Drachenfidibus. Er ist nur Eiscremetorte. Und ach, ich schwärme ja jedes Mal, wenn dieses Buch in die Kamera gehalten wird. Der mag ja nicht die Prinzessin fressen und er soll sie eigentlich fressen, damit er seinen Fluch mal los wird. Dann gibt es einen dicken kleinen König, der den ganzen Tag eigentlich nur Mensch, ärger dich nicht spielen will. Seine Frau, die Königin, die ist schon ein bisschen granteliger. Der rutscht immer die Krone. Und dann haben sie natürlich einen Sohn, den Pumpel, der soll das ganze Königreich retten. Kohle muss ran, deswegen soll er eine Prinzessin heiraten. Das Ganze ist auch verfilmt worden von der Augsburger Puppenkiste. Absolut super süß. Da werdet ihr euren Spaß dran haben. Wir haben es nochmal gelesen, zusammen mit Bibo Kimi. Die hat sich also auch direkt in dieses schöne Buch verliebt. So, und dann sind wir bei Claras Haus von Sabine Kornbichler. Und das ist ein Buch, was Ma jetzt so ziemlich jedem empfohlen hat. Ja, also wer mit uns befreundet ist, der kommt an Claras Haus, glaube ich, nicht vorbei. Es spielt auf der wunderschönen kleinen Insel Pellworm. Und ja, Claras Haus ist eine Zufluchtsstätte. Da treffen sich zwei Frauen. Aber es gibt schon eine Rezension dazu. Schaut euch das an. Das Buch hat mich tief berührt. Und ach, ich hätte auch gerne Tante Clara.